Ja, sicherlich wollt ihr jetzt bald euren ersten Artikel schreiben und ich möchte euch zeigen, wie das geht. Ist gar nicht schwer. Das heißt, ihr loggt euch zuerst wieder ein auf der Plattform. Das heißt, wieder den Benutzernamen und das Kennwort eingeben. Dann landet ihr wieder in der Administrationsoberfläche. So, um jetzt einen Artikel zu schreiben, klickt ihr hier oben in diesem Menü auf den Punkt Artikel. Ihr seht jetzt schon die anderen Artikel, auch von anderen Autoren. Die könnt ihr nicht verändern, die könnt ihr höchstens anschauen, aber ihr könnt ihr nicht verändern. Ihr könnt also später nur eure eigenen Artikel verändern. So, um einen Artikel zu erstellen, klickt man hier auf diesen Punkt Erstellen. Jetzt öffnet sich im Prinzip die Erfassungsmaske, mit der man einen Artikel erstellt. Natürlich fängt man mit der Überschrift an, man gibt also eine Überschrift ein. Dann hier kommt im Prinzip der eigentliche Text rein. Ich werde jetzt nicht anfangen, einen zu tippen. Ich habe einen Text vorbereitet, einfach so einen Dummy-Text, den trage ich hier einfach ein. So seht ihr, übrigens, wenn man hier in die Ecke fasst, kann man das Fenster auch größer machen, dann sieht man mehr. So, und wie ihr seht, haben wir jetzt hier schon so einen Text drin. Man kann Absätze einfügen, man kann auch Überschriften einfügen. Das heißt, ich füge dann hier einfach eine Leerzeile ein, dann gebe ich hier eine Zwischenüberschrift ein. Die markiere ich dann mit der Maustaste und dann klicke ich hier auf das B. Das B steht für Fettdruck. Das heißt also einmal Fettdruck angeklickt und schon habe ich im Prinzip diese Überschrift oder diese Zeile fett gemacht und kann die dann als Überschrift eben benutzen. Was kann ich noch machen? So ein Text ohne alles ist ja relativ langweilig. Wenn ich also ein Bild einfügen möchte, dann klicke ich mit der Maus eben dahin, wo das Bild hin soll. Das erste Bild macht sinnvollerweise oben im ersten Absatz am meisten Sinn, also habe ich hier den Cursor hingesetzt, indem ich da einmal hinklicke. Dann klickt man hier oben auf dieses kleine Kästchen. Das geht dann Dateidialog auf und jetzt kann ich eben von meiner Festplatte eine entsprechende Datei auswählen. Das heißt, ich klicke auf Datei auswählen und in dem Ordner, der sich öffnet, suche ich mir ein Bild aus. Ich nehme jetzt meinetwegen mal dieses hier. Das wird jetzt hochgeladen. Jetzt braucht das Bild natürlich noch einen Titel. Den trage ich hier ein, eine Beschreibung. Und hier unten kann man das Ganze nochmal eintragen. Einfacherweise geht man hin und kopiert den Text zum Beispiel. Natürlich könnt ihr auch hier noch mehr eintragen. Und so eben eine schöne Bildunterschrift festlegen. So. Hier in dieser Zeile ändert ihr bitte nichts, die lasst ihr so, wie sie ist, denn mit dieser Zeile wird dafür gesorgt, dass das Bild später groß dargestellt wird, wenn einer eurer Leser draufklickt. Jetzt muss das Bild ja noch platziert werden. Man kann es links hinsetzen, in die Mitte oder nach rechts. Ich empfehle eigentlich immer links, weil das erste Bild links oben macht eigentlich am meisten Sinn, aber wie gesagt, hier könnt ihr frei einstellen, wie ihr es eben platzieren wollt. Darunter ist die Größe. Hier empfehle ich euch, entweder das Miniaturbild zu nehmen oder nur mittelgroß. Denn wenn ihr das ganz große Bild nehmt, dann verdrängt das riesige Bild den Text nach unten und eure Leser müssten erstmal eine Weile scrollen, bis sie den Text finden. Ich bevorzuge also meistens das Miniaturbild. Als erstes klickt ihr jetzt hier auf Artikel als Artikelbild nutzen. Wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr hier auf Artikel in den Artikel einfügen. Damit wird das Bild also jetzt in den Artikel eingefügt, wie ihr seht. Auch die Bildunterschrift steht drunter. Jetzt habt ihr also ein Bild eingefügt. Damit wäre ein erster Artikel eigentlich schon fertig. Ihr könnt natürlich auch noch einen Link einfügen. Wenn ihr also in eurem Artikel auf eine andere Webseite verlinken wollt, dann markiert ihr die Zeile, wo der Link eben eingefügt werden soll. Dann klickt ihr auf dieses kleine Symbol und tragt hier eben die Linkadresse ein. Dann bitte hier Link in neuem Fenster öffnen anklicken, damit eben die neue Webseite nicht euren Artikel verdrängt, sondern in einem neuen Fenster aufgeht. Hier habe ich noch ein Komma gemacht statt ein Punkt. So, schon habe ich den Link eingefügt. Was muss man noch machen? Zunächst mal muss der Artikel ja einer Kategorie zugewiesen werden. Nehmen wir also mal an, hier steht es ja in Mainz, das Ganze ist in Mainz passiert, dann kann ich eben hier sagen, rund um Mainz. Wenn das Ganze vielleicht eine Sportveranstaltung gewesen ist oder ein Termin, dann kann ich eben hier noch das Ganze eben
anklicken. Das heißt, wenn ich einen Termin ankündigen möchte, klicke ich das an. Aber eine Kategorie müsst ihr mindestens anklicken, denn sonst landet das alles in Allgemein. Und das ist ja wenig zielführend, wenn eben ein Artikel, der gut zu einer speziellen Kategorie passt, hier bei Allgemein landet. Was müsst ihr dann noch machen? Die nächste Baustelle sind hier die sogenannten Schlagwörter. Die Schlagwörter helfen vor allem, dass das Ganze bei Google gefunden wird. Tragt also ein, zum Beispiel Mainz, Trommler und so weiter. Eben die Begriffe, die in eurem Artikel vorkommen, die tragt ihr hier ein. Hinzufügen anklicken, dann haben wir hier drei Schlagworte drin. Ihr könnt gerne auch mehr angeben. Dann gibt es noch etwas, was zu tun ist, hat auch mit Google zu tun. Hier unten, hier oben muss die Überschrift eingetragen werden, also kopiert einfach die Überschrift und tragt diese dann hier unten ein. Hier unten muss dann eine Beschreibung rein, eben was in dem Artikel passiert. Ich trage jetzt hier einfach nur mal irgendwas ein. Aber hier schreibt ihr im Prinzip ein, zwei Sätze rein, was in eurem Artikel beschrieben wird. Und hier unten kommen auch wieder die Schlagworte rein. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr den Artikel eigentlich schon veröffentlichen. Vielleicht erstmal auf Speichern klicken und dann danach auf Vorschau. Dann öffnet sich nämlich ein neues Fenster und in dem könnt ihr dann sehen, wie der Artikel aussehen würde. So würde also euer Artikel, euer fertiger Artikel aussehen. So, das Fenster mache ich jetzt wieder zu. Um diesen Artikel jetzt zu veröffentlichen, klickt ihr hier auf Publizieren. Das mache ich in diesem Fall jetzt nicht, denn dann würde dieser komische Text ja direkt live ins Internet gehen. Das heißt also, ich mache das in dem Moment jetzt nicht. Wenn ihr hier wieder auf Artikel klickt, kommt ihr zurück in die Artikelübersicht. Hier seht ihr jetzt euren Artikel und von hier aus könnt ihr ihn auch jederzeit später ändern. Das heißt, wenn ihr was an dem Artikel ändern wollt, klickt ihr einfach hier auf Bearbeiten und schon kommt ihr wieder zurück in diese Editor-Ansicht, könnt euren Artikel also nochmal bearbeiten. Ja, das wäre eigentlich so der erste Schritt, wie man einen Artikel eben erstellt, wie man ein Bild einbaut, wie man einen Link einbaut und wie man ihn publiziert. Das wäre es für unser zweites Tutorial.